Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Dieses Mal gegen Samu mit einem Pokémon-Team, das auf einen bestimmten Typen abgestimmt ist. Und wie wir uns dagegen schlagen, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß und los geht's! Samu, fordert dich heraus. Okay, lass uns kämpfen. Ich beginne mit Tentantel. Und auf der anderen Seite wird gestartet mit einem... Was bist du? Mit einem Simsala. Okay, okay, okay. Immer eine Bedrohung und... Oh mein Gott, ganz besonders ein Mega-Simsala. Ist sehr, sehr gefährlich. Ach du Scheiße. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ja, der Fokusstoß, auch damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet. Und das tut natürlich verdammt weh bei Tentantel, ja. Es kommt zwar noch durch, kann die Edelsamen setzen, aber zu viel mehr wird es dann nicht mehr in der Lage sein. Vorausgesetzt, ich lasse es im Kampf. Wir werden gleich sehen, was passiert. Erstmal noch ein bisschen Schaden durch Edelsamen, perfekt. Und dann... Ja, wird Tentantel geheilt. Ja, ist gut. Und ja, ich bleib drin. In der Hoffnung, der Fokusstoß geht daneben. Passiert aber leider, leider nicht. Und Tentantel ist besiegt. Ja, das war kein guter Start für uns, muss ich sagen. Aber dann habe ich mich für Blitzer entschieden. In der Hoffnung, dass es eventuell ein bisschen schneller ist als Mega Simsala. War aber leider nicht der Fall. Und Blitzer kriegt die Attacke ab. Überlebt das Ganze allerdings und kann mit dem Spukball weiterhin angreifen. Und es reicht leider, leider nicht aus. Aber Gott sei Dank sind die Egelsamen da, denn die beenden das Dasein von Mega Simsala. Wunder, wunder, wunderschön. Danke, Blitzer. Als nächstes haben wir Metagross. Ach du Scheiße, auch so ein Pokémon, vor dem ich ein bisschen mehr Respekt habe, als ich denn wirklich haben sollte. Ich habe auf Togekiss gewechselt, für den Fall, dass jetzt ein Erdbeben kommt. Und ja, genau das kommt. Wunderbar. Gut, was sollte ich tun? Weiß ich nicht. Erstmal wird Metagross zurückgezogen und ein Lamus kommt ins Spiel. Ja, ich hatte den Flammenwurf drauf und das macht jetzt natürlich nicht sonderlich viel Schaden. Aber was sollte ich tun? Ich habe weiterhin auf Togekiss gesetzt mit dem Luftschnitt in der Hoffnung, dass der Gegner jetzt halt nicht unbedingt immer wieder angreifen kann. Erste Runde, mein Plan geht auf. Luftschnitt Nummer 2. Reicht sogar aus, perfekt. Und Lamus ist besiegt. Von Lamus haben wir jetzt nicht allzu viel gesehen, aber mir war das ziemlich, ziemlich recht. Gut, dann haben wir wieder Metagross. Und ja, ich verfolge dasselbe Gedankenspiel wie vorhin. Der Flammenwurf, er trifft und er macht doch einigermaßen guten Schaden. Da kommt der Sternenhieb und der dürfte eigentlich wehtun von einem Metagross. Ja, es reicht, um Togekiss zu besiegen. Kacke! Sehr starke Pokémon haben wir hier. Sehr, sehr starke Pokémon. Aber gut, ich habe Sengo dabei. Und ja, es gibt wieder ein wahres Pokémon-Karussell, nicht wahr? Metagross wird zurückgezogen und dafür kommt Symbolara. Okay, warum nicht? In der Zwischenzeit ist Sengo verwirrt und... Oh! Unser Gegner ist verwirrt. Das ist jetzt überhaupt nicht so cool. Gut, aber der Nachthieb kommt und dürfte guten Schaden machen. Nee, viel weniger als erwartet. Ach du Scheiße. Aber okay, Gedankengut ist jetzt nicht unbedingt bedrohlich, denn... Das Pokémon wird nicht schneller sein als unser Sengo und wird somit in der nächsten Runde K.O. gehen, es sei denn, ein Wechsel steht an. Und was passiert? Nee, Sengo kommt zum Angriff und schafft den Sieg. Wunderbar. War sogar ein Volltreffer und genau das wollen wir natürlich sehen. Okay, Giftschaden. Nicht ganz cool, aber hey, damit muss man leben. Und als nächstes haben wir ein Gardevoir. Wow. Und langsam zeichnet sich ein bisschen den Haupttyp des gegnerischen Teams ab. Ja, definitiv Psycho. Aber sowas von. Gut, 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 gut. Starke Fehlattacke und Sengo ist besiegt. Schade drum. Okay, Gardevoir. Okay, okay. Dann würde ich sagen, trittst du an gegen Blitzer. Los, Blitzer!
Ja, Blitz hat uns schon sehr, sehr oft gerettet, könnte man sagen. Und auch hier dürfte es eigentlich guten Damage austeilen. Und es reicht ganz knapp nicht aus. Was sehr, sehr schade war. Mondgewalt kommt erneut. Blitz hat nicht mehr allzu viele KP und übersteht deswegen diese Attacke leider nicht. Unsere Pokémon werden immer weniger und immer weniger, was mir nicht gefallen wollte. Aber wir müssen dranbleiben. Wir haben immerhin noch Pampros in der Hinterhand und auf Pampros kann man sich verlassen. Oh, da kommt Toxin. Oh, nein. Naja gut. Es gibt Attacken, die schlimmer ausgehen hätten können als jetzt Toxin. Denn mit Erdbeben dürfte Pampros dieses Gardevoir definitiv in Grund und Boden stampfen. Wortwörtlich. Tschüss, Gardevoir. Hat Spaß gemacht, aber nun ist es Zeit zu gehen. Bisschen Giftschaden, leider. Aber hey, Pampros hat eine Menge KP, das geht schon in Ordnung. Und dann haben wir ein Starmie, okay? Sieht man jetzt auch nicht mehr alle Tage. Früher öfters, aber jetzt leider nicht mehr so oft. Und da kommt mein Bisaflor. Auch es hat den Sprung von XY zu Sonne und Mond geschafft. Und die Wasserattacke ist natürlich nicht allzu stark. So, ich hoffe, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Die Mega-Entwicklung von Bisaflor. Wunderbar. Oh, ich mag Mega-Bisaflor. Es ist halt schon eine Maschine. Es ist echt ein Blumenpanzer, könnte man sagen. Ja, da kommt die Psychokinese. Die tut selbstverständlich trotzdem weh. Aber es hält sich in Grenzen. Ah, lieben Ort bei Starmie. Okay, alles klar. Und deswegen reicht der Gigasauge dann auch definitiv aus. Und Bisaflor kann sich noch ein bisschen hochheilen. Was heißt ein bisschen? Über die Hälfte ist wieder voll. Tschüss, Starmie. Nun dürfte nur noch Metagross auf der Gegenseite sein. Ja, ich glaube, es ist so. Auch es ist bereits sehr, sehr angeschlagen. Und ich denke nicht, dass es noch viel machen kann. Ja, da habe ich... Warum habe ich da Schlafbude gewählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich habe ich mich da wieder verklickt und dieses Verklicken hat nicht schön geendet. Ihr seht's, wir haben Mega Bisaflor verloren. Aber hey, wir haben noch Pampros hier und Pampros. Es wird sein Pferd stehen, beziehungsweise sein Esel. Was ist Pampros eigentlich? Ich meine, es heißt Pampros, ja? Ross, Pferd, ne? Deswegen ist es für mich ein Pferd. Aber Pampuli ist dann vielleicht schon eher ein Esel, aber lasst mir das, denn Pampros hat die Attacke überlegt und mit diesem Erdbeben wird Metagross besiegt und damit der Kampf beendet. Uff, war's das überhaupt? Ja, das war's. Oh mein Gott, der Kampf war jetzt knapper als erhofft. Samu, ein cooles Psychoteam hast du da am Start, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe mich da noch verklickt mit Mega Bisaflor, aber das ist meine Schuld. Das war mein Fehler. Samu hat das super ausgenutzt. Und wie gesagt, es war ziemlich, ziemlich knapp. Deswegen Samu, vielen, vielen Dank für den Kampf und euch Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!